Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Wir sind im Moment dabei, mit dem Tieflader hier den großen Bagger, den Liebherr R936, zur Baustelle zu bringen, zu der Baustelle, wo wir im Moment einen Pool für den Bürgermeister bauen. Und da wollen wir uns als nächstes mit dem, ich glaube, zweiten Bauabschnitt ist es jetzt weitermachen. Und zwar brauchen wir dazu den großen Bagger und später auch noch den Muldenkipper, da wir noch Erde dann zum Kieswerk bringen müssen. Aber jetzt erstmal den großen Bagger, den bringen wir dahin, um den markierten Bereich dort ausbaggern zu können. Genau, und das ist jetzt auch das erste Mal hier im Let's Play vom Bausimulator 2015, dass wir den Tieflader jetzt mal einsetzen, um hier ein Fahrzeug auch zur Baustelle mit dem ein Fahrzeug zur Baustelle zu bringen. Also wir haben es jetzt mit dem Tieflader ja hier im Let's Play vom Bausimulator 2015 noch nie mal ein Fahrzeug mit dem Tieflader zur Baustelle gebracht. Und genau, ist jetzt hier auch Premiere, dass wir jetzt hier mal mit dem Tieflader ein Fahrzeug zur Baustelle bringen. Tieflader haben wir jetzt zum Beispiel nur zum Transport vom Generator eingesetzt, aber halt noch nie zum Transport von Fahrzeugen, genau. Und da merkt man hier schon gleich, wenn man hier so einen richtig großen Radlader hinten drauf hat, dass der LKW hier schon ganz schön, dass er mir schon ganz schön Power, dass er schon ganz schön Power gebraucht wird hier auch wieder, wenn er hier hochdreht, merkt man gleich, wow. Entweder wenn man hier bremst, wie das hinten gleich so halt so hinterher schwankt, oder halt, wenn man hier Gas gibt, wie der gleich so richtig, der geht wirklich bis in den obersten Drehzahlbereich, um halt hier wirklich maximale Power rauszuholen. Genau, und da sind wir ein paar Meter bis jetzt erst gefahren und da haben wir schon festgestellt, dass man echt ganz schön aufpassen muss, hier besonders beim großen Bagger, beim Walzenzug und so, transportiert man ja auch mit so einem Tieflader, da muss man nicht so drauf achten. Wegen dem Ausleger hier, der ist nicht so hoch dann. Aber hier der Radlader, der ist ja so hoch, dass man hier halt echt bei den ganzen Straßenschildern, also Wegweisern hier so, wie dem da, oder halt den Ampelmasten halt echt aufpassen muss, dass man nicht darunter durchfahren darf, weil man sonst schön mit dem Ausleger da erstmal hängen bleibt. So, hier müssen wir jetzt ausweichen, müssen aber erstmal gucken, dass wir das hier schaffen, sondern hier ausweichen, Slalom fahren und hier geht's rechts lang weiter. Genau. Wird auf jeden Fall noch eine sehr spannende Fahrt bis dahin. Aber ich finde es auf jeden Fall auch sehr gut, dass wir jetzt hier mal im Let's Play vom Bausimulator 2015 mal mit einem LKW und einem Tieflader mal ein Fahrzeug, ein Baufahrzeug zur Baustelle bringen. Genau, dann haben wir es halt im letzten Teil, am Ende vom letzten Teil gesehen. Falls ihr den Teil nicht gesehen habt, kann ich euch schon mal kurz sagen, was passiert ist. Und zwar sind wir da unter einer Ampel, unter einem Ampelmast durchgefahren. Wir sind gerade rechts abgebogen, da wo wir gestartet sind an der Kreuzung. Also wo der Teil hier begonnen hat, wo wir da standen. Habe ich dann so rechts rumgeschaut und gesehen, ach du Scheiße, hinten der Radlader, der hängt ja an der Ampel fest. Genau, der ist hier halt mit dem Ausleger da hängen geblieben, weil der halt einfach so hoch geht. Kann ich euch jetzt hier nochmal zeigen, ihr seht ja schon beim Schild. Da geht es eigentlich noch, aber wenn man jetzt hier mal guckt, wenn wir da jetzt unter dem Ampelmast durchfahren würden, schuppdiwupp, würden wir total hängen bleiben. Genau, und da wissen wir aber jetzt, wird es sich nicht mehr in Zukunft passieren. Genau, da wissen wir jetzt genau, dass wir da halt echt aufpassen müssen. Genau, sieht man, hört man ja richtig wieder hier, richtig hoch dreht der Motor. Das ist eigentlich sonst immer so normal fahren. Entweder ist mir noch nicht so richtig aufgefallen oder er hat wirklich einfach nicht so hoch gedreht. Dreht ja so hoch, um halt maximale Leistung da rauszukriegen. So, wir wollen hier abfahren. Oh, da ist einer rechts neben uns. Gut, dass wir einen Spiegel haben. Ja. Oh, nein! Entschuldigung! Jetzt haben wir das Schild abgerissen. Entschuldigung, Stadt, da müsst ihr wohl irgendjemanden beauftragen, um da ein neues Schild anzubauen. Oh, jetzt habe ich da auf den geachtet und das nicht. Ach, danke, dass du es von uns weggefahren hast. Ui, da fliegt solche Luft. Ja, grandiose Scheiße. Da nochmal Klappe, Rampe hinten runter. Genau. Ja, passt mal einmal nicht auf, dann passiert sowas schon wieder. Und ich wollte gerade noch so gesagt, ja, wisst ihr, das ist jetzt uns da einmal passiert und jetzt sind wir ja richtig vorsichtig. Jetzt wird mir, also beziehungsweise jetzt wird mir, es ist mir jetzt einmal passiert, jetzt passiert mir sowas bestimmt nicht wieder. Und was passiert ein paar Sekunden später? Natürlich wieder irgendwo hängen geblieben. Aber hier, da geht's halt jetzt nicht anders bei den Ampeln. Da konnten wir halt echt noch so machen, ja, halt da so halt ausweichen, dass wir da noch so ausweichen, dass wir halt da nicht mit dem Ausleger am Ampelmast vorbeifahren. Wir müssen uns echt was überlegen, wie wir den Ausleger mal anders mal positionieren. Damit es nicht wieder passiert. Also entweder ihr lasst uns jetzt hier irgendwie hier drauf fahren oder wir müssen erstmal mit dem LKW vorfahren. Ich glaube doch, wir kriegen das jetzt hier hin.
Aber jetzt, das wird jetzt wirklich hoffentlich das letzte Mal gewesen sein, dass uns sowas passiert ist. Ich habe jetzt auch mal eine Idee, wir machen das jetzt einfach mal ganz nochmal ein bisschen anders. Wir fahren jetzt nicht so weit vor, sondern nur, was wirklich nötig ist. Aber ihr seht, es ist halt nur minimal, aber dann passiert das sofort. Haben wir das jetzt im Außenspiegel sein gesehen? Oder ist mir das aufgefallen, als der LKW so komisch durch die Luft geflogen ist? Ich weiß gar nicht mehr. Wir senken das jetzt mal so ab. Gucken mal, wie weit wir vorfahren können. Jetzt passen wir hier drunter durch. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Schildern oder so aussieht. Ich muss die Stadt das halt leider neu anbringen. Ja, vielleicht können sie uns als Bauunternehmen wählen. Vielleicht. Genau, naja. Aber gut, so jetzt kommen wir durch. Aber da müssen wir halt beim Walzenzug schon deutlich weniger drauf achten. Und beim Radler, dann weiß ich nicht, der ist vielleicht vom Fahrerhaus dann doch mal ein bisschen höher. Aber gucken wir einfach mal. So, jetzt geht's weiter mit der Fahrt in Richtung Sonnenberg. Vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Ampel nochmal vorbei. Dann können wir es nochmal ausprobieren, ob das der Ausleger unterm Ampelmast jetzt so durchpasst. Aber so müssen wir den am besten immer jetzt positionieren. Ich dachte halt erst, dass es, als wir angefangen haben, dass es so funktioniert, wenn wir den doch so eingefahren lassen. Und man sieht den eigentlich auch immer so eingefahren. Aber naja, da sind doch die Ampeln dann zu niedrig. Ich weiß gar nicht, wie das dann echt gemacht wird. Da sind die Ampeln hoch genug, dass das passt. Ich weiß es gar nicht. Darauf habe ich eigentlich noch nie so wirklich geachtet. Da wird der auch. Das muss ich mir mal angucken. Ich muss mir mal im Internet mal so Bilder angucken. Das muss ich mir mal notieren, sonst vergesse ich's. Notiere ich mir am besten gleich mal. Oder wenn wir jetzt hier stehen. Na, feste. Na komm. Na, jetzt grüne ich noch. Notiere ich mir am besten mal. Dass ich mir das mal angucke, vielleicht sehe ich das, wie die da aufgeladen sind. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder unterschiedlichste Methoden. Ich meine, ich hätte mal hier auf einer Baustelle irgendwo gesehen. Ich weiß auch nicht, dass der halt dann doch so eingeklappt war, so wie er da bei uns dann auch war. Aber jetzt merkt er hier, wenn man hochfährt, hat er doch ordentlich zu kämpfen. Komm, das schaffst du. Aber so ist es eigentlich auch okay, aber. Das habe ich gar nicht bei der Ampel da unten geschaut, aber bei der Ampel sind wir ja unter Mast durchgefahren. Da sind wir durchgekommen. Da habe ich auch nicht drauf geachtet, aber ich hatte damals bei dem Schild eben auch nicht aufgepasst, bei dem da oben, genau. Aber dann wissen wir, so müssen wir das hier immer jetzt ausrichten. Müssen wir halt jetzt hier im Bausimulator 2015 so machen. Ich weiß nicht, kann sein, dass in echt auch so, glaube ich, gemacht wird, damit er einfach unter den Masten durchpasst. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich es so gesehen habe oder so eingeklappt, wie wir es davor hatten. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Muss ich mir mal Bilder mal anschauen. Falls ihr wisst, wie es in echt gemacht wird, oder vielleicht wird es auch beides gemacht, weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Und genau, wir werden es jetzt auf jeden Fall jetzt immer so machen, damit wir halt nicht an der Ampel oder einem Schild hängen bleiben. Na, jetzt hat er hier aber doch ordentlich zu kämpfen. Mal gucken, wenn wir hier ein bisschen mal nach links fahren, ob er dann schneller wird, dass wir halt die Steigung ein bisschen regulieren. Das ist ein Serpentinen-Slalom fahren, aber es bringt hier nicht viel. Das ist jetzt auch nicht so viel hin und her. Aber so passt er halt dann unten drunter, unter den Schildern alles durch. So, er wird langsam schneller. Wir haben langsam den höchsten Punkt erreicht. Dann geht es auch wieder flotter voran. Da hinten haben wir, glaube ich, schon die Baustelle sehen müssen schon. Ich weiß nicht. Aber irgendwo da hinten in der Kurve muss sie liegen. Genau, dann holen wir den Muldenkipper her, lassen wir herliefern und dann beginnen wir mit dem Baggern. Weil 10 Kubikmeter Erde müssen wir zur Baustelle bringen. Also einmal Muldenkipper voll, dann reicht es auf jeden Fall. Weil ja 10 Kubikmeter in den 20 passen ja in den Muldenkipper rein, wenn ich da jetzt richtig das in Erinnerung habe. Also auf der linken Seite davon haben wir schon den Bauzaun, genau. Wo parken wir? Hier am Bürgersteig rechts. Auch wenn der wahrscheinlich eigentlich nicht dafür gemacht ist. Ah ne, dann lass uns auf die Baustelle drauf fahren. Schnell mal Blinkerwechsel. Da wären wir an der Baustelle angekommen. Seht ihr auch hier, wenn wir bremsen, so wie der jetzt gleich so vorne wippt und alles. Einmal Klappe runter und da wäre unser erster Transport hier eines Fahrzeuges mit dem Tieflader abgeschlossen. Mit ein paar Hindernissen, aber alles dann noch gut gelöst und wir haben es geschafft, sind sicher hier angekommen. Hat auch gut drauf gehalten sonst, also so jetzt halt bei den anderen Fahrten, so in Kurven und sowas. Außer halt, man hängt natürlich, bleibt natürlich mit dem Ausleger irgendwo hängen, dann ist natürlich keine Frage. Weißt du, was wir machen ist, damit wir nicht rückwärts runterfahren. Also wir wollen die Innenansicht genau nicht den Modus wechseln, halt falsch. Drehen wir denn? Ich wollte Innenansicht, genau, nochmal Innenansicht. So, erstmal Turm drehen, genau. Dass wir halt sehen, wo wir da, wie wir da runterfahren, ist natürlich hier sehr nützlich. Bei einem Radlader oder so, müssen wir halt da immer anders gucken. Also muss man sich jetzt auch umdenken mit der Steuerung. Wir fahren am besten einfach mal rückwärts runter. So, da sind wir unten.
Einmal wieder drehen, genau. So, aber dann wird uns das jetzt wirklich nie mehr passieren, wenn wir das Fahrzeug das nächste Mal so transportieren. Und werden in Zukunft auch gelegentlich das mal machen, dass wir halt mit dem Tieflader das transportieren. Hat aber jetzt eigentlich ja bis auf die paar Probleme eigentlich ganz gut geklappt. Also auch das Auffahren und so hat gut geklappt. So, wo beginnen wir? Am besten hier, dann können wir den Muldenkipper hier rechts von uns hinstellen. Genau, der kommt jetzt auch einmal hierher. Muldenkipper, da ist er. Ist er noch voll irgendwie? Ne, der ist komplett leer. Dann einmal Baustelle Nummer 1. Das ist auch unsere einzige aktuelle Baustelle. Passt auch, weil wir haben zwar noch einen zweiten Sonderauftrag, das Stadion. Aber den können wir irgendwann anders dann anfangen. So, einmal wenden. So, dann können wir noch jetzt die letzten 3-4 Minuten von dem Teil noch ein bisschen baggern. Lasst uns ein bisschen baggern. So, wir stellen ihn so kurz mal drehen. Ohne den Liebherr umzunieten. So geht das, ja. Schön hier so in diesen Bereich, wo das nicht markiert ist, fahren wir da am besten rein. Und das ist zu nah. So, am Bagger müssen wir den Ausleger immer so blöd einfahren. Ne, das passt schon irgendwie. Genau, hier wie so ein extra so eine Parkfläche so an der Seite. So, das passt. Ab in den Bagger, in den Liebherr. Nicht in den Muldenkipper, in den Raupenbagger. Und los geht's. Einmal Modus wechseln. Was, wir fahren 4 km/h? Was ist da los? Das ist wieder 4 km/h. Und bisschen wieder mal baggern. Und da ist die Schaufel schon mit 100% voll gefüllt. Und da wird's gleich schön übergeladen. In den Muldenkipper. So, schön Schaufel aufmachen. Und rein mit der Erde. Genau, und weiter geht's. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Mal gucken, schön, dass wir jetzt parallel genau passend machen. So, mal gucken, wie viele Teile wir jetzt hier baggern. Ich hoffe aber, dass es jetzt nicht so ist wie beim letzten Mal. War das letzte Mal, wo wir gebaggert haben? Ich glaube schon, ne? Wo wir mit dem großen Bagger gearbeitet haben. Dass da nicht die Meldung... Nee, das war nicht beim... War das beim letzten Mal? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das... Ich weiß gar nicht mehr, welcher Baustelle das war, aber vor einiger Zeit halt, wo wir da so ziemlich lange gebaggert hatten, weil irgendwie entweder ich die Meldung übersehen hatte... Aber das kann eigentlich nicht sein, weil man muss ja entweder ja oder nein drücken. Also die Meldung, ob man weiter baggern möchte oder nicht, da hatten wir ewig lang gebaggert. Also bis wirklich der komplette Balken hier voll ist, bis 100%, die Grube ausgebaggert, weil einfach die Meldung nicht kam. Sie kam garantiert nicht, ob wir weiter baggern wollen oder nicht. Genau. Aber jetzt sollte ich es... möglichst, übersehen habe ich es garantiert nicht, weil es kommt ja, da muss man ja oder nein drücken. Also die Meldung kam sicher nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Genau. So, kann man ein bisschen aus der Innensicht noch baggern. Ist ja auch ein bisschen realistischer. Lass uns nochmal ein bisschen jetzt hier bis zum Ende von dem Teil nochmal aus der Innensicht machen. So. Schön die Schaufel wieder auf 100% vollfüllen, genau. Aber müssen wir mal gucken. Sofern es in diesem Teil schaffen wir es eh nicht mehr, dass die Meldung kommt, aber im nächsten Teil sollten wir es dann schaffen, dass die Meldung kommt, ob wir weiter baggern wollen oder nicht. Und da muss ich ja mal gucken, dass ich dann nicht vergesse, mal zu gucken, bei wie viel Prozent oder wie weit der Balken da oben ungefähr ist. Da kann man ja ungefähr abschätzen, bei wie viel Prozent es kommt. Ob bei 50, 25, 75 oder so. Wahrscheinlich vergesse ich es eh, aber ich probiere es nicht zu vergessen. So, so passt das. Runter. Zu mit der Schaufel. Naja, das klappt doch hier echt gut. Guck mal hier, schön ausgebaggert. Mal gespannt, wie tief der Pool wird und wie es hier so weitergeht mit dem Pool, was wir da alles machen, um den hier zu bauen. Aber das Baggern klappt schon mal echt gut. Hier auch schön nicht irgendwie so eine größere Fläche stehen gelassen, sondern schön so immer nebendran wieder angesetzt. Und die Schaufel immer schön voll bekommen. So ist das doch schön. So freut das. So ist das schön. Genau, Leute, aber ich würde sagen, das war es an der Stelle schon wieder von dem Teil hier. Von Let's Play Bausimulator 2015. Naja, wenn ihr hier mal guckt, haben wir schon schön was ausgebaggert. Haben schon mittlerweile, naja, wie man so abschätzt, da oben jetzt diese Fortschrittsanzeige, wenn wir uns die mal anschauen. Ja, das war nix. Mal hier nochmal ein bisschen was nehmen. Jetzt habe ich es wieder ausgeladen, egal. Haben wir bestimmt schon... So 12, 11% haben wir bestimmt schon.
Na komm, jetzt will auf einmal nichts mehr reinkommen, ne? Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's an der Stelle von diesem Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Wenn euch der Teil gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über eine positive Bewertung freuen. Drückt den Daumen nach oben und dann hoffe ich, dass ihr im nächsten Teil auch wieder dabei seid. Und falls ihr Themenvorschläge, Ideen oder Fragen habt, über die ich mal hier in einer Folge Bausimulator 2015, Let's Play Bausimulator 2015 reden soll, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare, am besten noch dazu. Themenvorschlag, Doppelpunkt oder sowas. Genau, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und vielleicht rede ich dann auch mal über ein Thema, eine Frage, ein Thema, was ihr mir vorgeschlagen habt, oder eine Frage, die ihr mir in den Kommentaren gestellt habt. Genau. In einem der nächsten Teile von Let's Play Bausimulator 2015. Also mal vielen Dank fürs Zuschauen und hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.